Häufig. Wir angeln grundsätzlich ohne Stinger auf die großen Zander und die großen Hechte. Weil die Stinger doch viele Fische verletzen und wir viele Fische zurücksetzen. Es reicht auch der kurze Jig-Haken. Die Bisse von den Zandern kommen alle auf den Kopf. Gar nicht so weit weg von hier, ne? Nee, genau hier vorne, genau im Lichtkegel, genau da, wo die Sonne reinscheint, deswegen. Ideal für das Kamerateam. Ich kann nicht sagen, dass das schlechte Fische sind, ne? Nee. Wenn man sich überlegt, dass hier vorwiegend nur Hecht gefangen wird. Und ja, die meisten angeln nur auf Hecht, ne? Keiner glaubt, dass es jetzt Zander gibt, finde ich, gibt es ja ganz schön viele. Da. So. Was ist der nächste? So, Johanni. Ja. Schon der nächste Wurf. Das waren jetzt drei Wurf, drei Fische. Das kann natürlich sein. Ja, so riesig immer, wird er nicht sein, wenn es. Die gleiche Stelle, nee, ist doch ein Zander. Zander. Aber auch wieder schöner, dicker, fetter. Voll verschluckt, also es beißt halt. So, Jan, dann müssen wir auch Köderwechsel machen müssen. Was braucht er denn Köder? Na! Grün kommt später, meinst du? Kannst du so rausnehmen, ja. Das ist jetzt nicht die feine englische Art. Aber in der Regel kommt der mit den Händen gut aus, wa? Ohne Kescher. Brauchst du nicht. Wir keschern eigentlich grundsätzlich nicht mehr, weil wir ja die Fische alle zurücksetzen. Wir nehmen natürlich auch mal einen zum Essen mit. So, das ist so ein gutes Küchenmaß hier. Mhm. Aber wir haben jetzt genug Zander gefangen, das reicht. Topfit braucht man nicht wiederbeleben. Ein bisschen poltern unten. Mhm. Kann ruhig ein bisschen überbleibt sein, ja? Das stört dich nicht. Im Gegenteil. Ja, du musst immer wieder, dass du das auch merkst als Angler. Das sind so kleine Staubwolken. Genau. Und es soll ruhig ein bisschen pochen unten. Hier, und das macht schon den Unterschied, ne? Hier. Naja, doch. Die paar Gramm machen dann doch schon den Unterschied. Sehr kaputt schon, aber wir haben noch den einen. Ja, bei dem Logo muss man ja auch orange fischen. Ja, genau. Naja. Das ist auch nochmal Euro für ihn. Ja, natürlich auch Traumbedingungen, nicht? Also die hier klappt, ja. Nachdem der Herr ein paar vorgelegt hat. Larsen fünfe vorgelegt hat und ihm erst das Vorfach durchgeknabbert werden musste, hat Jenna mal ein bisschen... Der sieht doch wieder gut aus, Jenna. Das ist wieder mal klar. Ja, der macht ganz schön Rabattel. Die Bremse ist weich eingestellt. Kann sich also ein bisschen Schnur nehmen, der Fisch. Absolute Traumrevier hier. Uiuiuiui. Voll weggenagelt den Köder, aber voll. Ja, der ist nicht mehr zu sehen. Den liegt er, glaube ich, an der anderen Seite neben mir. Ne? Ja. Drehen mal rum. Das ist ein Lederrofener, ja. Schöner, dicker. Dicker Zander. Schöner, dicker Bottenzander. Ja, der wird auch locker wieder so 80, 70, 75. Ja.
ja, und die kriegen auch mal zu, nicht die Zanderbäume. Gar nicht so einfach. Greift ja aber über den Kiemen drüber weg, ja? Naja, die drücken die Kiemen gerne zusammen, nicht? Aber es ist immer noch schonender als gehen jetzt zu Kescher an. Ja. Irgendwie so ein Bild habe ich die Tage schon mal gesehen. Gibst du mir mal bitte die? Oder ziehst du mal raus mit der Zeit? Da sieht man es nochmal deutlich, der ist vollkommen. Sitzt doch gut hier, also ist nicht verletzt der Fisch. So, das sieht auch richtig gut aus. Kurz halten und dann. Schüttelt er sich kurz. Und dann geht er gleich wieder los. Kannst du ihn so nach vorne schieben, wenn er den Schwimm direkt. Schiebt man so ein bisschen nach vorne. Einfach nur nach vorne schieben und dann loslassen, dann schwimmt er weg. Ja. So wie wenn ein Heil wird, wenn er losgeht wieder. Schön, ja. Petri. Petri, Heil. Jetzt will Grün nochmal nachlegen. Genau. Was ist das für eine Firma? Das ist auch ein Fox, wa? Fox. Das sind die Fox, die klären. Den Haken schon. Aber jetzt habe ich. Ich hab. Alter. Herrlich, oder? Großes Maul. Ah, lange hätten wir nicht mehr machen können. Hängt ganz knapp. Schönes Tierchen. Schöner, dicker Zander. Tolle Flossen. Ganz makellos. Ja, tolle Farbe. Ohne. Ja, herrlich. Ja, dann. Aber wieder baden gehen. Gut gekämpft. Ganz majestätischer Fisch. Viel zu schade, um als schnödes Filet zu enden.
Da kann man so einen 60er Zander mitnehmen. Aber das sind große Laichfische, die sollte man immer schonen. Perfekt. Nee, nee, lass fallen. Du bist nicht am Grund. Bupp, jetzt bist du am Grund. Weiter. Stopp. Länger kurbeln. Stopp. Bupp. Stopp. Jawohl. Jawohl, so ist besser. Hier vorne, eigentlich schon ein Punkt, wo du eigentlich daran denkst, rauszunehmen, sind da wirklich nur 5-6 Meter vom Boot entfernt, die Fische. Die gehen vehement rein. Oh, ah, genau durch. So, halt mal die Rute ein bisschen nach unten. Mal gucken. Auch wieder ein schöner Fisch, ja, ja, auf jeden Fall. Kein kleiner Versuch, da hinten ist ein Seilpiet, Ankerseil, jawohl. Noch haben wir nicht gesehen. Na komm. Gute Meterklasse, wa? Wer weiß. Alter, Alter. Ja, den müssen wir. Kriegst du die mit ja, der Hand raus? Ein bisschen Beine zittern, wa? Du, kriegst du die mit der Hand raus, dann müssen wir den keschern. Ja, ja, ich glaube, wir müssen das mal ihm. Schnell mal helfen. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen ungefahren. Boah, der ist ja riesig. Ist das ein Klapper? Also ja. Das ist so jetzt mit Abstand der größte, den wir hatten? Heute. Heute? Heute. Ah ja, na, kescher ich mal. Das war ja, wenigstens ja. Ein schönes Glück kriegen von dem. Löffeln. Ja, aber so ist besser. Das ist ein Brocken. Piet, hast du schon mal so einen Zander gefangen? Nee. Schön. 75, glaube ich, war mein größter. Ja, der hat jetzt ungefähr einen Meter. Oh. Dann zeig mal hoch. Ja, schön mit Kieme. Schöner Fisch. Das machen wir. Der hat schon Gewicht, wa? Ich denke mal so 7-8 Kilo bringt er schon auf die Waage. Ja. Die Linse ist wieder vollkommen verschmattert, aber ich denke mal. Ein paar Bilder waren wir davon noch. Schöner, haben. Dicker Bottenzander. Ja. Ich will noch gucken. Ein deutlich schöner Fisch. Boah, ist das eine Bulette. Guck mal, wie fett der hier oben ist. Irre, nicht? Die sind ja. Aber alle richtig fett im Moment. Schöne Glasaugen. Ja, einfach mal die Rute gekriegt. Zeig mal ein bisschen seitlich, so ein bisschen. Ja, 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 so. Ja, ja super. Naja. Warte, ich gehe noch mal kurz ran. Was tippst du? Guter Meter. Knapp Meter würde ich mal tippen. Naja, das täuscht vielleicht, das hast du recht. Ah. So. Komm mal hier auf die Seite, setz mal hier. Hinten Schwanz. Genau. Schön. Petri. Ja. Petri. Danke. Ich glaube, wir sind gerade noch am Quatschen. Ja. Larsen macht den nächsten Wurf. Also, wie gesagt. Unglaublich, oder? Wieder hier vorne. Ja. Genau, wo Piet gerade seinen Meterfisch hatte. Kann doch nicht sein. Der ist jetzt hier nicht so groß, aber. Die haben sich hier unten alle eingefunden. Die wollen wahrscheinlich Deutschland nach Armenien gucken. Da ist wahrscheinlich gerade Public Viewing da unten. Deswegen hängen die da alles zusammen. Scheint auch irgendwie gehakt zu sein. Meinst du? Schwupp zu gucken? Nee.
Doch. Guck mal hier in der Schraubstelle. Gibt's ja auch nicht. Dann müssen sie wirklich dicht gesteckt. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Bissfeuer, aber. Na gut, das brauchst du, das brauchen wir nicht. Larsen hatte sich schon bereit zum Feierabendbier zurückgezogen. Und dann hat er gesagt, zwei Wurf mache ich noch. Und er kriegt beim letzten Wurf tatsächlich noch den Hieb in die Route. Aber ich soll dir was sagen? Köder orange. Ja, wie gesagt, du wirst mit so hinkommen. Oh ja. Feierabendgranate. Ganz im Larsenfishing-Design heute. Ja. No? Orange und blau. Ja, das passt. Das passt. Schön das gemacht hast du dir jetzt. So. So. Na, das war noch ein schöner Abschluss. Einmal frei. Schöner Angel. Schöne Fische.